Hallo, ich bin wieder, euer Niklas, hier beim Briefing mit Matteo, der ist auch dabei. Hallo. Los geht's. Bondra-Briefing. Bondra-Briefing. Niklas und Matteo. So, wir fangen an mit einem Skandal. Matteo? Wir fangen an mit einem Skandal. Los, legen Sie los. Ich habe gehört, ihr wolltet gestern sehr unverantwortlich einen Teelöffel Zimt essen. Das war ein großes Skandal. Ich habe den gegessen. Das ist nicht gesund. Ist Zimt ungesund? Es gibt Leute, gerade in den USA, wo ganz viele Kinder mussten ins Krankenhaus, weil die das gemacht Richtig, haben. Weil die zu viel gegessen haben, das stimmt. Alter, du siehst so fertig aus. Ja, komisch. Ja, Matteo hat durchgemacht übrigens. Warum überhaupt? Wir hatten einfach Bock, weil Leon ist ja nur einmal alle paar Wochen hier. Und dann haben wir gesagt, das ist nur der letzte Tag, wo wir zocken können. Und dann haben wir gesagt, ach, lass einfach 24 Stunden zocken. Dafür bin ich topfit. Ich bin fit für beide von uns. Ich muss mal meinen Chat hier bei mir aufmachen. Ja, hast du Bock, das Weekly zu gucken? Ja, zeig mal her. Okay, warte, ich muss mal hier. Hier ist es. So, können wir reingucken. So, haben wir Ton? Gucken, haben wir hier Ton an. Ton, da ist kein Ton an. Machen wir mal Ton. Ach, ich weiß, warum wir überhaupt 24 Stunden gestreamt haben. Warum? Weil Leon Community Challenges gemacht hat. Jede, die er nicht geschafft hat, musste er 8 Stunden streamen, hat gesagt, er streamt mit mir. Und er hat 3 Stück nicht geschafft, das waren dann 24 Stunden. Darf ich auch in den Chat hier so hinstellen? Jetzt erinnere ich mich da erst dran. Mach mal raus vom Strom, oder? Du bist gemutet, Matteo. Nee, bin ich nicht. Ist wieder dieses, Matteo? Das ist wieder aus. Das ist der Ofen. Ist der Ofen? Ich sag's, ist der Ofen. Das ist Leon. Leon ist mit seinem Handy. Muss ich jetzt hier stehen, Chat? Hört ihr mich hier? Wir gucken einfach mal. So, wir gucken jetzt mal ins Weekly. Was ist denn? Kann mich überhaupt nicht mehr. Fuck, wir hatten am Samstag auch Sommerfest hier, also so mit dem Team, haben wir hier gefeiert. Und es waren alle da und Ricarda hat uns alle abgefüllt, ey, das war schrecklich. Aber jetzt sind wir wieder hier. So, auf der 10. Schmodder drin, ne? Also, okay, es wird wieder gehört. Kannst du die Boxen ein bisschen aufdrehen, dass wir ja was hören? Nice. Ist ein bisschen Schmodder im Mund. Und ich spritze da volle Kanne rein. Volle Kanne in die Öffnung, pff, baller da voll rein. Aber was habe ich natürlich nicht bedacht? Das war halt minus 200 IQ. Und zwar, das ist hier die ist ja zu. Das heißt, wenn Flüssigkeit in eine Öffnung, die zu ist, reinspritzt, dann muss die ja irgendwie, die bleibt ja nicht da drin. Das ist ja Schwerkraft. So, ne? Also hier ist eine, so, also wenn ich da reinspritzen würde, dann wird es ja, ne, würde es ja durchgehen. Aber es war so. Was redet er da? Wie heißt der Clip? Was redet er da? Ich habe keine Ahnung, was für ein Kontext es war. Was redet er da? Auf jeden Fall war Jens wieder da, endlich mal wieder. Der Lord, ja, steigt den Berg hinunter und kommt mal wieder zum Pöbel. Und ja. Hat hier mal wieder einen Tag ein bisschen gestreamt. Das war sehr angenehm. Hat hier, was hat denn der gemacht? GTA 2 hat er gespielt, das habe ich gesehen. Das ist geil, das Spiel, aber ich habe es nicht gesehen. Eins der allerersten PC-Spiele, das ich jemals gespielt habe. GTA 2. Ja, bei mir 2. auch. War richtig das geil. Das ist einfach. Ich habe aber nie Missionen oder so gemacht. Ich habe immer nur alle Leute getötet, bis Panzer kam. Richtig. Und dann gebe ich. Ja, so spielt man ja auch GTA. Ja. Alles andere macht man nicht. Aber Jens hat auch ein paar Missionen gemacht, glaube ich. Was? Ekelhaft. So, guck mal, was ist da noch? Volle Kanne da. Volle Kanne reingespritzt. So, auf der 9. Nein, lass mich. Oh, Dodge-König. Oh Gott. Du hast es verdient, mich zu töten. Oh Mann. Ah. Ich will die Deathcam gucken. Hey Leon, ich glaube, der hat dich noch gesehen. Ich glaube, der hat dich noch gesehen. Er hat seinen Arsch gesehen noch. Oh, es geht noch weiter. Da ist er. Sieht er nicht. Oh Gott. What the fuck?
Baby. Ah. Schade. Alter. Tick mal nach rechts, wäre ich safe gewesen. Oh, Mann. Nice one. Oh. Ja! Ich hab'n Kill! Ich hab'n Kill! Nein! Nein, hör auf! Lass mich doch feiern! Nein! Warum tust du das? Nein! Warum? Warum? Bestes Movement EU. Oh. Da kam sogar noch einer. Guck mal auf die Minimap, da kam noch einer gerade an. Mann. Geil, das ist jetzt das Red Panda laufen muss, ja. Wenn man jemanden so laufen sieht. Es geht noch weiter, oder was? Das schaffe ich halt niemals. Er läuft ja schon wieder rückwärts. Ja! Woo! Ich hab's geschafft! Was war jetzt das Besondere? Er musste in die Top 10 kommen, nur rückwärts ach, laufen. Ach, er durfte nur rückwärts laufen. Er durfte nur rückwärts so. Laufen. Ich habe gedacht, er hat gedacht, das wäre gut, rückwärts zu laufen. Nein. Ich habe mich schon echt gewundert. Also, das war eine von Leon Community Challenge. Er musste nur rückwärts laufen. Also durfte nur rückwärts laufen und musste in die Top 10 kommen. Und einen Kill machen. Ah, krass, ey. So, auf der 8. Und das war krass. Da, wir waren eine Stunde hier. Also wir waren eine Stunde hier. Eine Stunde. Timo stand da. Alice auch. Okay, das war so. Das war voll, du machst das Ding. Und er, der kleine Teufel. Komm, Martino. Komm, Wir haben dann die Waage rausgeholt, haben Bananen geschält und haben die gewogen. Und wir haben da hier so gesessen. Das war wie so ein Wettbüro. Alle saßen da so, haben irgendwelche Werte verglichen, haben Hände gerechnet und so. Okay. Wie viel Kilo passt Benji in den Magen rein? Okay, 300 Kilo, Alter. Okay, eine Banane, 5 Kilo. Wie so ein Buchmacher, so, warte mal. Kalorienzufuhr, okay, alles. Ja, das war etwa vor 24 Stunden so, plus minus. Ja, das war aber auch, bei uns auf dem Sommerfest war das größte Thema, wer kann wie viel von etwas in welcher Zeit essen tatsächlich. Mhm, das stimmt. Ja. Aber was, 50 Bananen, never. 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 Das geht gar nicht. Wir drücken gleich random Ship. Drücken wir es gleich? Nee, nacheinander. Ich will dein Dings sehen. Los. Okay, go. Ja, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Was ist passiert? Also, Leon und ich haben eine Challenge gemacht gegeneinander. Ja. Und, aber das war doch jetzt erst, oder nicht? War das nicht letzte Woche? Nein, das war die Woche davor, also irgendwann unter der Woche. Ich wusste heute echt den ganzen Tag auch nicht zwischendurch. Ich habe immer vergessen, welcher Tag ist. Was? Ja. Ja, jedenfalls war eine Random Challenge und wir haben auf Random Schiff gedrückt. Das heißt, also man bekommt ein Schiff in FTL, was vorgegeben ist vom PC. Und ich habe vorher gesagt, das schlimmste Schiff ist das Engie-Schiff und das leichteste Schiff ist das Sultan-Schiff. Und Leon hat das beste Schiff bekommen und ich habe das schlechteste Schiff bekommen. Sie sehen doch genau gleich aus. Ja, als Laie, ja. Aber ja. Hä? So genau die gleichen Raumschiffe? Überhaupt nicht, aber ja. Die sehen, hä? Ah, ich hatte noch nicht auf Random gedrückt. Aber das sind doch gerade die gleichen, ja, oder das nicht? Ja, du hast recht. Nickel, ich sehe dich. Ja, als Laie. Ich habe den selber nicht mehr geguckt. Merke ich mir, Herr Ritonando, ey. Also, das geht gar nicht. Ich bin der Laie. Ich bin Laie, du siehst jetzt genau gleich aus. Ich nehme das nicht an. Los, drück Random. Ich nehme das nicht an. Drück Random? Ja, dann drück ich. Und dann kommt die letzte Dreckscheiße raus. Das ist Vortex ist noch schlechter, oder was? Ja, das, was ich habe, ist das schlimmste Schiff ever. Ich hab mit dem noch. Aber ist doch Hardrun, dann ist doch geil, oder nicht? Du bist doch Profi im FDL, oder nicht? Seit gestern ja. Können wir gleich nochmal drüber reden. Okay, auf der 6. Ach so, Mann, Tasse wieder, ne? Wieder typisch Fick-Dich-Tasse, ey. Hallo, Matteo! Was? Es ist, in Anführungszeichen. Alter, ganz ehrlich. Nein, weil Tasse immer sagt... Kaum verliert Deutschland, bist du zum Mega-Assi. Alter, Matteo. Hä, das ist doch typisch. Also, ganz ehrlich, Matteo. War ein Zitat. Entschuldige dich, jetzt bei Tasse. Okay, Tasse. Ich weiß nicht, wo es tut mir leid, Matteo. Ich fick mich. Mach Gebrauch vom Zitatrecht. Das war Hallo. Tasse-Zitat. Sorry. Mann, du bist ja schon was Niklas. Als der Taker rausgefeuert hat. Für Spaß. Niklas. Hallo, Naxi! Hey! Ich bin ja wohl der Netteste von allen hier. War auch nur ein Zitat. Sehr dreist.
Was hier, wir müssen mal ein bisschen hier rumgucken. Ja, ein bisschen. Unseren Jungs hier. Wir brauchen nämlich Backup, Leute. Wir brauchen Leute, die auch fighten können. Wie heißt das Game? Large Angry Venomous Snake has bitten a Gladiator. Okay. Gladiator died. Okay. Was? Godefroid wurde von einer giftigen Schlange gebissen und ist gestorben? Einfach so? Ripp. Hä? Das hätte jeden treffen können. Der arme Godefroid. Kann er nicht einfach von der Schlange jetzt... Wir haben alles in ihn reingesteckt. Wir haben alles in ihn reingesteckt. Ja, na gut. Weil der das beste arme Fighter Kind. Einfach. Darauf erstmal einen Eistee. Ja, das ist ja Domina. Und, also ich habe das nicht gesehen, aber Yoshi hat mir davon erzählt am Samstag. Mhm. Das ist irgendwie so ein super interaktives Game, wo der Chat auch mitbestimmen kann oder so. Oder der wie Chat ist... Die sind die Gladiatoren und der Chat kann irgendwie Sachen bestimmen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es ein bisschen geguckt und habe dann immer... Ich habe es nicht ganz gerafft. Also der Chat bestimmt scheinbar sehr viel. Aber war das cool, Chat? War Domina cool? Nice Game? Nice game. Gutes Game, Domina oder was? War super. Geiles Spiel. Ist geil. Das kann ich mal angucken. Aber das moderne Gladiatorenkämpfe im Dings. Mit Chat. Gut, richtig nice, war richtig geil. Richtig nice. Keiner, das ist scheiße. Das heißt, es muss wirklich gut sein. Mhm. Gut, schauen wir mal, was noch passiert auf der 4. Oh. Okay, 4%. Welches Spiel ist das? Steht da, Long Dark. Long Dark. 3%, wir sind gleich tot. Zunderbündel, wo steht Zunderbündel? Wo steht hier Zunderbündel? Ich sehe es nicht. Wo steht Zunder... Wo? Zunderbündel übersehen, Crafting, Hauptseite. Zunderbündel, so sind alles Zunderbündel da unten. Übrigens. Help! Was ist denn mit dir los? Ich sehe es nicht. Ich sterbe! Wo ist der Zunderbündel? Ich sehe es da. Oh mein Gott. Herstellen. Ja. War halt zu gut versteckt, das konnte man nicht sehen. Das war halt einfach versteckt. Nein. Oh, 3 Stunden? Okay. Hä? Wieso war alles das reinballern, komm. War im Studio. Der war im Hä? Ja. Der war im und der ist nicht explodiert? Nein. Okay, verstehe ich auch nicht. Warum, weiß nicht, warum der nicht hochgegangen ist. Hä? Wie ist das Spiel so? Nix für mich. Habe ich dann festgestellt. War, ist ein cooles Spiel, aber war mir ein bisschen zu slow-paced irgendwie. Es war zu slow-paced? Ja, also man musste lange in der Dunkelheit rumlaufen, im Nichts. Aber es ist ein gutes Spiel eigentlich, aber für den Stream nichts für mich. Auf der Dry. Okay, wir werden Hydropumpe-Crit... Wir bekommen einfach Hydropumpen-Crit ab und der Run ist RIP. Safe Call. Aber no Jinx. Und Crit. Oh, direkt vom Ziel, ey. Ah, echt? Ja, ja. Oh nein. Das ist einer von den letzten Trainern, Garados. Wie heißt denn das? Doch, das ist der allerletzte. Der allerletzte Trainer, ja. Geil. Hat die das Personal Best versaut. Krass, ey. Ja, armer Yoshi, sag ich da. Feels bad, man. Yoshi, geh einfach da drauf. Ja. Und okay, halt G gedrückt. Ja, G gedrückt halt. Und dann jetzt dann loslassen. Dann platzierst du es. Lass los. Du musst aber auf die Mitte drauf. Ja, du musst da drauf ziehen. Ja, jetzt ist Coin. Du musst ein Geld. So, jetzt gehst du weg. Jetzt gehst du weg. Warte, das geht. Jetzt weg geht's. Also beide weg. Und jetzt drückst du nochmal G. G drücken. Komm. Ah! Oh! Rainbow Six! Das war geil. Rainbow Six! Wie war der? Ja. Ach, da kommt sogar Mucke. Keine Ahnung. Also ich hab da mitgespielt, hab das aber nicht mitbekommen. Das war ja das erste Mal, wo wir es gespielt haben, ne? Genau. Ihr seid jetzt alle so ein bisschen drauf hängen geblieben, habe ich das Gefühl, oder? Das ist ein cooles Game auf jeden Fall. Also es hat Potenzial. Also gerade in einem vollen Team macht das sehr, sehr viel Spaß. Ist halt ein sehr taktischer Shooter. Muss man auch echt mal viel lernen. So mega viele Maps, mega viele Operatoren mit verschiedenen Fähigkeiten. Mhm. Ist aber ein nices Game. Nice Game. Mich zieht er mir nicht mit rein. Okay, so, auf der 1.
Hm. Warte mal, war ich letzte Woche überhaupt da? Ich war doch gar nicht da. Ist es vielleicht noch von Sonntag? Ah, Mittwoch habe ich gestreamt. Ah, Mittwoch hast du gestreamt. Stimmt, Mittwoch habe ich gestreamt. Danach habe ich jetzt gesagt, dass ich dann nicht mehr komme. Stimmt. Hä? Hä? What the fuck? Hä? Ich erinnere mich. Sehr gut. War auch einfach ausgegangen, oder was? Raufgehen? Ich sag, Leon war's. Mein Rechner ist runtergefallen. Leon hat an den Rechnern rumgefummelt. Und er will es noch immer nicht zugeben, aber Leon hat meinen Rechner ausgemacht. Was hast du getan? Aber hättest du das Spiel gewonnen? Ja, das weiß ich eben nicht. Das war halt wirklich ein Fight, da wusste man noch nicht, wie der ausgeht. Und beide hatten halt super viele Möglichkeiten in dem Fight. Und der ging gerade so richtig los, wo der sich entschieden hat. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gewinnen hätte können. Aber genau in dem Moment, wo ich so dachte, so, aber kann ich das gewinnen? Fuck, ich weiß nicht. Vielleicht gewinne ich das, vielleicht auch nicht. Vielleicht gewinne ich das. Boom. Rechner fällt runter. Ich sag, Leon hat den Powerknopf gedrückt. Sag ich auch, würde ich auch sagen. Ey, welche andere, was gibt's sonst? Leon, du hast aus Versehen darauf gedrückt. Ich nehme es noch nicht über, aber musst aus Versehen darauf gedrückt haben. Rechner ist runtergefahren. Hast du getan, Leon? Ja, aber Windows-Update sagt doch nicht einfach, ich fahre deinen Rechner mitten im Spiel runter, oder? Was hast du getan? Also dann, ich war mit dem Fahrer. Also ich hatte es schon mal, aber da habe ich auch dann so, da stand da Windows-Update, also stand es dann da. Ja, da stand einfach nur, Rechner wird runtergefahren. Was hat doch, Windows-Update. Guck mal, Chat sagt doch, das kann schon passieren, doch. Chat, ich glaube, gar nichts mehr hier. Gar nichts mehr jetzt. So. Das war's mit dem Weekly. Vielen Dank für die Clips. Vielen Dank an Tasse, der die zusammengetragen hat. Tasse! Yeah! Schalala! La, Deutschland! Oh, ist schon spät. Ja, Deutschland ist raus aus der WM. Was sagst du dazu als Italiener? Schon ein bisschen traurig, aber ist jetzt auch wieder vergessen. So. Ich habe gestern übrigens Fußball gesehen. Ich habe gestern Dänemark gegen Kroatien gesehen. Wer hat gewonnen, Dänemark? Die Kroatien im Elfmeterschießen. What? Es gab Elfmeterschießen? Und davor hat Russland gespielt gegen Spanien. Und Spanien ist rausgeflogen? Genau, auch im Elfmeterschießen. Was ist das denn für so eine Kack-WM, Leute? WM, ey. Das kann man sich im Ernst nehmen. Da kann man sich nichts ansehen. Das ist so langweilig. Das ist auch Quatsch. Das ist doch alles... Warum guckt man das noch? Ich verstehe es aber nicht mehr. Da wurde doch bestimmt... Leon, haust du ab jetzt? Mittwoch. Oh, dann... Leon, tschüss. Tschüss, Leon. Wir müssen nicht mehr sehen. War schön, dass du da warst, wie immer, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, war schön. Wir machen keine Streams mehr so lang. Okay. Tschüss, Leon. Da geht der Kleine wieder. Der Kleine, ne? Da geht er wieder in sein eigenes Leben jetzt wieder. Hamu zeigt aber auch was Schönes jetzt. Aber bevor wir dazu kommen, zur Auflösung des Gewinnspiels zur MSI-Grafikkarte, gucken wir natürlich wie immer noch mal kurz hier, was das Ganze in Zahlen bedeutet. So, jetzt kommen wir mal runter. Genau, die Woche wurde ja weniger gestreamt als sonst. Mal gucken. Sehr viel weniger, bin ich jetzt auch steht nicht drin. Nee, steht nicht drin, nur die letzte Woche. Okay. Aber es wird auf jeden Fall deutlich weniger. Genau, also Hauke hat gar nicht gestreamt wegen Pen and Paper. Du hast ja nicht gestreamt, warst ja in Berlin. Nee, ich habe ja weniger gestreamt. Ich kam ja aus Berlin wieder, habe ja Mittwoch gestreamt und habe da eigentlich schon gemerkt im Stream, dass ich, wir sollen F5, dass ich eigentlich gerade überhaupt keinen Kopf habe zum Stream, weil halt so unglaublich viel gerade ansteht. Genau, dann Gino konnte auch nicht... Oh, guck mal, aber trotzdem noch 85.000. Oh, wirklich? Also, gefühlt haben wir richtig wenig gestreamt. Ja, also Gino war auf dem Festival und danach war er krank. Hauke hat nicht gestreamt wegen Pen and Paper, du hast nicht gestreamt. Ja. Donnerstag haben wir Twitch-Ausfall. Da haben die Server... Nee, Quatsch. Erstmal hatten wir Mischpult-Ausfall. Aber wir hatten die Woche Samstag auch... Samstag haben wir Sommerfest gehabt. Genau, Samstag Sommerfest, gab es gar keinen Stream. Ja. Also es ist eigentlich RIP, ne? Und wie gesagt, ich mache gerade so ein bisschen Pause, ne? Also Streaming-Pause. Diese Woche werde ich auch nicht wirklich streamen, außer eine besondere Sache, die ich machen will. Da kommen wir dann gleich zu. Aber allgemein haben wir gesagt, jetzt vor der LAN wollen wir lieber alle ein bisschen runtergehen vom Pensum, damit wir halt bei der LAN ballern können. Und die ist ja fast. Nämlich, wann fängt die nochmal an? Am 16.? Ich glaube, am 16. Huiuiui, da ist ein Befehl. Ich glaube, am 16. Da. Eine Woche, sechs Tage. 16.07. Genau. Bis 23.07. Genau, das heißt, wir haben noch zwei Wochen jetzt exakt.
Das heißt, wir fallen alle mal ein bisschen runter. Ne? Ich sowieso, weil wir entspannen uns mal. Es stehen halt gerade echt viele Sachen an, die geplant werden müssen. Und ne, dann ist halt irgendwie noch Quartal jetzt vorbei und da muss man ja auch immer Buchhaltung und so machen und das muss jetzt alles passieren. Mhm. Ne, das heißt, ich werde diese Woche gar nicht streamen, außer zu einer besonderen Sache. Aber bevor wir zur neuen Woche kommen, erzähl noch mal ein bisschen was zu Rainbow Six, bitte. Ich will mal jetzt wissen, ob ihr da wirklich Potenzial seht bei dem Game. Das weiß ich selber noch gar nicht. Wir wollten ja erstmal nur reinschauen, haben jetzt ein volles Team gestellt, haben Tasse ein bisschen als Coach verpflichtet, weil der kennt sich in dem Spiel schon aus. Und wir haben es erstmal angetestet und wir waren erstmal davon überzeugt, dass es Spaß machen kann. Aber ob da jetzt was Richtiges draus wird, wo wir dann uns versuchen, in der Ladder hochzufighten, das wird sich im Laufe der Zeit da zeigen. Da will ich mich jetzt auch gar nicht festlegen. Wir haben es heute wieder gespielt und ich habe immer mehr Spaß dran. Es ist ein cooles Spiel und es trifft gerade bei mir einen Nerv, weil ich bin ein bisschen, ich habe so ein bisschen PUBG-Ermüdungserscheinungen. Das ist, also wir haben die neue Map gespielt in PUBG und da habe ich die ganze Zeit so gemerkt, so, irgendwie ist es raus. So. Echt, bei der neuen Map? Ja, ich dachte, die neue Map catcht mich wieder, weil die hat auch Bock gemacht. Aber ich habe gespielt, wann haben wir denn gespielt mit Yoshi? Und habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, brauche ich irgendwie gerade nicht. Und dann haben wir am Mittwoch, haben wir uns dann Rainbow Six angesehen. Und die Runden sind voll knackig, zack, zack, zack. Du hast die ganze Zeit Action und ist halt auch, du hast das Gefühl, du musst als Team zusammenspielen. Und das ist bei PUBG halt gerade nicht der Fall. Und deswegen finde ich gerade auch, also ich glaube, das ist allgemein einfach das Problem gerade bei PUBG, dass das einfach jetzt, man hat so lange irgendwie mit diesem Spiel gekämpft, das doch zu mögen und weiterzuspielen. Und jetzt kommt halt diese neue Map und es soll alles besser sein, aber die Performance ist irgendwie noch immer nicht so toll. Ja, es ist schon anders. Neue Map ist toll und so, ist anders, aber es ist eigentlich viel zu spät alles so. Also für mich so, als ich spiele es ja gar nicht mehr. Ich gucke auch ehrlich gesagt fast gar kein PUBG mehr jetzt, wo ich wo halt auch so viel Warcraft 3 jetzt gerade wieder läuft auf Twitch. Also ich denke, bei mir wird es so sein, wenn ich wieder eine Pause von PUBG nehme, dann kriege ich wieder ein bisschen mehr Lust drauf, weil ich mag das Spiel ja trotzdem sehr gerne. Guck mal, wie viele wir das gespielt haben. Es ist meiner Meinung nach immer noch eine tolle Erfahrung gewesen, aber ich brauche einfach vielleicht eine kurze Pause, damit ich wieder Lust drauf kriege und dann streame ich es auch wieder, wenn es wieder richtig geil ist. Ja. Und Custom Games, wenn die Community da Bock drauf hat, machen wir die ja trotzdem. Das ist ja nicht das Problem, aber dann werde ich halt privat nicht mehr oder die Nacht-Sessions werden dann eher rausfallen. Müssen wir mal schauen. Ich will mich jetzt auch gar nicht festlegen, vielleicht sage ich nächste Woche auch, ich habe wieder Bock. Herr der Ringe. Wird ja viel verlangt bei uns im Chat. Wir müssen auf der Sommerlan auf jeden Fall irgendwas Herr der Ringe spielen einen Tag. Wenn es was Geiles gibt. Vielleicht. Irgendwas. Ja, okay. Nur für das Meme. Okay, geil. Nur für das Meme. Irgendwann spielen wir Herr der Ringe. Okay, Herr der Ringe, confirmed. So, gucken wir mal auf die neue Woche. Die sieht folgendermaßen aus. Wie gesagt, ich werde diese Woche gar nicht streamen. Bewusst mache ich mal ein bisschen weniger on stream und dafür in der Planung mehr. Und bin dann zur LAN auf jeden Fall wieder voll da, ne? Aber bis dahin wahrscheinlich erstmal fast gar nicht, also Briefing natürlich. Und ihr seht hier am Donnerstag, da erzähle ich dann auch direkt mal was zu, gibt es offiziell das erste Social Workout. Das ist ja meine Erfindung, das ist meine Erfindung. Wenn jemals das jemand anderes macht, ist es von mir geklaut, auch wenn er es vorher macht. Das ist meine Erfindung, Social Workout, ja, den Namen, ich habe das als erster so genannt, ist meine Erfindung. Wer hat es erfunden? Niklas Behrens. Ja, das bin ich. Und diesen Donnerstag werde ich das erste Social Workout machen. So, und ich habe mir lange Zeit darüber Gedanken gemacht, wie sieht denn jetzt ein Social Workout aus? Was hat das für eine Struktur? Was ist geil und so weiter? Was lacht Daniel? Was lachst du? Jens schreibt, ich mache morgen von 12 bis 14 Uhr Social Workout. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe den Chat weggemacht. Geil, mit runterziehen geht der Chat weg. Ist ja auch was Neues. Geil. Matteo, Mann. Ey, immer machst du nur so Sachen, ne? Ja, machst du nicht, Jens. Weil, nee, machst du nicht. Kannst du machen. Schaffen wir jetzt zwei Liegestütze, Jens. Zwei Liegestütze. Komm, herausgefordert. Herausgefordert. Wir haben übrigens Social Workout ist meine Erfindung und ich werde am Donnerstag das machen von 16 bis 18 Uhr. So, und wir werden erst, also ich habe natürlich ein paar Programmpläne, aber erst einmal, es ist ja ein großes Experiment. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles aussehen wird. Und wir werden nicht zu viel planen für die erste Folge, sondern erstmal schön spontan und dabei dann auch werde ich ganz viel mit euch besprechen, worauf ihr dann auch Bock habt zum Thema Fitness und Sport. Aber es ist meine Erfindung. Ich hab's erfunden. Ja. Es ist mein Nobelpreis. Ja, Putin. Es ist mein Nobelpreis. Richtig. So, gucken wir auf den Plan. Ja, heute war 24-Stunden-Stream. Matteo hat durchgemacht.
Yes. Danach kommt eine Runde BRB, denn wir haben Meetings und Yoshi wird dann übernehmen ab 21 Uhr. Morgen ist beglückt uns der Lord höchstpersönlich mit seiner Präsenz hier im Stream von 12 bis 16 Uhr wird Jens da sein, ja, und wird sich mit dem Pöbel hier abgeben und Looten Morgen, eine Runde Looten Morgen machen, was auch immer das ist. Es wird wahrscheinlich viel WoW geben, aber vielleicht auch Rollercoaster Tycoon oder mal sehen, was Jens vorhat. Yoshi ist danach am Start von 16 bis 24 Uhr. Mittwoch wird Rainbow Six weitergehen mit Matteo, Yoshi, Leon und Gino. Mhm. Wird Gino hier im Studio sein? Wenn er wieder gesünder ist, ja. Ja, wird er. Der war ja bei davor machen wir Fotos. Ach ja, echt? Ja. Machen wir Fotos. Oh. Für den Bonnenrod Sommer. Chill. Oh. Passt er überhaupt in die Hose rein mit seinem riesen Oberschenkel? Ich habe ihm eine XL-Hose gezogen. Da wird die auf die Zerreißprobe gestellt, das weiß ich jetzt schon. Der Bonnenrod Sommer Chill, ja. Die bequemste und beste kurze Hose für den Sommer zum drin chillen. Ja. Das kann man aber auch draußen chillen, tatsächlich. Kann man auch rumlaufen, aber die ist vor allen Dingen zum Chillen. Ja, mit einem gestickten Logo hier in schwarz auf dem Knie. Kommt übrigens voraussichtlich nächste Woche. Nächste Woche. Ja, ja, aber spätestens bis zur LAN. Aber voraussichtlich wird das gestartet nächste Woche. Können wir alle in der LAN chillen mit Kurzen Können wir alle Hosen. Chillen. Können Sehr wir alle gut. chillen in der LAN. Genau. So, dann wird es Command & Conquer Mantle vs. BRB geben. Genau. 22 bis 24 Uhr. Hä? Große Showmatch. Ich werde Be Right Back herausfordern. Haben wir letzte Woche schon geklärt. Das ist nämlich die einzige KI, die ich noch nicht geschlagen habe. Und da wird es ein Showmatch geben. Da werde ich einfach alle mal klären, wer hier die Hosen im Stall anhat. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich gebe dir da keine Chance. Keine Chance hast du. Werden wir dann sehen. So, dann Donnerstag Social Workout. Das wird auch, wie gesagt, mein einziger Auftritt diese Woche sein. Im Anschluss gibt es die Mini-Metro-Challenge mit Matteo. Ja, ich habe ein neues Spiel für mich entdeckt, Mini-Metro, und ich bin da letztes Mal und auch heute in die Top 10 auf GOG vorgestoßen und werde das beim nächsten Mal noch weiter ausbauen. Werden wir versuchen, auf jeder Map einen Top 10-Titel zu holen von den Punkten her. Ziemlich geiles Game. Auf GOG. Schaut mal auf GOG vorbei. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr gut. Und 22 bis 24 Uhr gibt es dann wahrscheinlich FTL. Was? To be announced? Ja, nee, da muss ich was dazu sagen. FTL... Für die, die es nicht mitbekommen haben, haben wir ja gestern offiziell durchgespielt. Ich habe gestern nämlich FTL No Pause Hard Run geschafft. First Try. Durch. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, ob es da noch Herausforderungen überhaupt gibt für uns. Weil das ist ja im Prinzip das Schwerste, was es gibt. Aber ich glaube, wir müssen noch Achievements machen. Wir gucken mal auf jeden Fall. Also eher spontan. Lass uns überraschen. Wie ist eigentlich, wie sieht das Projekt Dark Souls gerade aus, beziehungsweise Bloodborne? Wie ist da der Stand? Nächsten Sonntag geht es aber nicht weiter. Ich habe gesagt, ich würde da gerne mit Gino wieder spielen. Ist der Gino nicht da? Gino hat bisher gesagt, er kann nicht. Oh, was? Ja. Also, am Samstag. Bloodborne ist von Gino abhängig. Ich habe jederzeit Zeit und dann, wenn Bloodborne durch ist, dann geht es weiter mit Dark Souls 3. Habe ich auch schon Wie seid ihr bei Bloodborne? Ich habe voll Bock auf Dark Souls 3. Ich auch. Ich habe mega Bock auf Dark Souls 3. Ich habe es noch nie gesehen. Ich will das sehen jetzt. Ich habe auch keine Ahnung. Das wird auch das erste Mal für mich. Da schalte ich ein, Matteo. Ich habe da gar Wenn du Dark Souls 3 spielst, dann hast du einen Zuschauer mehr, der ist dir garantiert. Sehr, sehr gut. Also das Ding ist einfach, ich will keinen Dark Souls-Teil anfangen, während ich noch einen neuen spiele. Das ist einfach, das wäre bescheuert, weil dann spiele ich zwei parallel, die ich noch nicht kenne. Und das ist Quatsch. DS3 wird das Ding, schreibt ja auch der Nudelmann. Der Nudelmann hat immer recht. Mir schreiben echt viele Leute, dass die sich halt echt auf Dark Souls 3 freuen. Ich freue mich da voll drauf. Ja, ja, ich wirklich auch. Und deswegen, aber das, wie gesagt, erst nach Bloodborne. Gino, also, jetzt komm Sonntag, jetzt spielt mal Bloodborne durch. Ja, wir können auch gerne einen anderen Tag nehmen, immer wenn Gino kann, ich bin jedes Mal dabei. Dark Souls 3 sehen. So, Freitag ist Yush Day. Samstag hat dann Gino hier seinen großen Auftritt. Oh ja. Und wird angeblich versuchen, Zelda zu finishen, ja. Wisst ihr noch, damals... Hey, was? Hat Gino dann angefangen? Im Dezember, Januar oder so? Oder das war doch letztes später. Jahr, ja, oder? Ja, irgendwann, ja. Bisschen zu früh rein, hat Gino mit Zelda angefangen und dann irgendwann nicht weitergespielt. Aber jetzt will Gino das beenden. In 2 Stunden, Gino, das schaffst du nie. Du bist doch, schaffst du nie, Gino. Und danach gibt es dann die Horror Night. Gino möchte nämlich alleine Horrorspiele spielen. Hier, alleine? Ja, hat er gesagt. Also ja, finde ich sehr mutig, aber...
Wenn es einer schaffen kann, dann Gino. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ohne Polizei hier. Ohne Polizei. Ohne Polizei. So, Sonntag dann, Matteo am Start. Gibt's da was Besonderes? Nee, weil ich bis gerade eben dachte, wir spielen Bloodborne. Okay. Deswegen weiß ich es nicht. Gut. Ja, ich Sonntag, auch Sonntag nicht da. Ne? Es kann sein, vielleicht spontan, aber ich verspreche hier nichts. Wie gesagt, diese Woche steht viel an hinter den Kulissen. Wir haben jetzt einige Projekte vor uns. Ja, vor allem die Sommerlan kommt ja gerade immer näher. Und dort müssen wir jetzt, also so, das Grundgerüst steht schon. Wir arbeiten auch schon länger dran an Grafiken und so weiter und ein paar Einspielern und bla bla bla. Aber wir wollen dieses Mal auch zumindest teilweise ein bisschen den Content planen. Natürlich soll es auch noch viel spontane und freie Action geben. Ne? Aber wir möchten auch so ein bisschen zumindest mal vorher darüber sprechen, welche Spiele wir spielen. Ja. Zumindest für ein paar Tage. Und dann, ne, das muss jetzt geregelt werden. So, dann ist ja die LAN in Husum dran danach. Da läuft natürlich jetzt auch die Planung. Wer es noch gar nicht mitbekommen hat, liebe Freunde, wer es noch überhaupt nicht mitbekommen hat, wir, Sponge war, ja, ich, Niklas, Matteo, Hamu, Daniel sitzt da hinten auch und dann noch ganz viele andere, ja, die gerade nicht hier sind, die machen eine Community-LAN zusammen mit euch. Wir werden nämlich vom 6. bis 9. September in diesem Jahr, ja, das ist schon fast, werden wir, das ist 2 Wochen nach der Gamescom, werden wir in Husum, das ist in Schleswig-Holstein an der Westküste, das ist von Hamburg aus mit einem Auto 1,5 Stunden Richtung Norden, werden wir die erste Community-LAN zusammen mit euch probieren. Und werden uns mit 100 Leuten, mit 100, aus, 100 von euch quasi, werden wir uns aufmachen nach Husum. Jeder bringt natürlich seinen eigenen Rechner mit, wie es auf einer LAN ist. Es gibt Schlafplätze, es gibt alles Mögliche, es gibt und natürlich ist es nicht offiziell unsere erste eigene LAN, sondern wir haben uns erst einmal angeschlossen an die Nordische Gaming Convention, die da stattfindet. Insgesamt werden dort 600 Leute mit Rechner sein und wir sind quasi 100 davon plus Bonjour Team. Denn wir werden mit unserem Studio dorthin fahren und werden von dort aus streamen zusammen mit euch und zusammen mit euch Programm machen auf dem Stream, möglichst viel. Genau. Und ihr könnt jetzt Tickets kaufen. Ja, ihr könnt jetzt Tickets kaufen. Und zwar bei uns im Shop. Den findet ihr, wenn ihr einfach auf www.bonjour.de geht. Das ist natürlich jetzt auch hier ein bisschen Werbung, weil wir bewerben hier auch was wirklich Geld kostet. Und das ist nämlich unser erstes Event, die Bonjour Community LAN in Husum 2018. Das Ticket kostet 80 Euro. Was bekommt ihr alles für das Ticket? Ihr bekommt natürlich Zugang zu der kompletten LAN, ja, also zu der NGC, heißt die ja. Die wird dort im Husumer Kongresszentrum stattfinden. Und ich glaube, wenn man hier reinklickt, dann sieht man auch das Video. Ja, das haben wir hier mit eingebunden. Das haben wir letzte Woche schon mal gezeigt. Ihr findet hier also neben allen Informationen zur LAN und zum Tickets, findet ihr auch nochmal unseren Rundgang, den wir letzte Woche hier schon gezeigt haben. Und dann auch noch ein paar Bilder von, so ein Imagefilm von der NGC 2017, wie es da aussah. Genau, und auch wo wir denn sind, ja, mit unserer LAN, wir sind ja quasi eine LAN in der LAN. Wir haben quasi unseren eigenen Bereich. Und wir haben einen Eventbereich, den man über eine Wendetreppe bzw. einen Fahrstuhl betreten kann, wo nur wir hin können und wo unser Studio auch steht und wo wir dann für weiteres Event und Nebenprogramm sorgen werden. Genau, also wir haben unsere eigene Area. Da könnt ihr wirklich nur mit unserem Ticket rein. Die ist sehr groß, die ist sehr großzügig, das ist auf jeden Fall sehr geil. Wir haben diverse Chill-Möglichkeiten und ihr könnt jederzeit einfach direkt vorm Stream, vor dem großen, ne, also ihr könnt einfach aufs Studio raufgucken, davor wird einfach ein großer Bildschirm stehen, wo ihr alles sehen könnt. Sound werdet ihr natürlich auch haben und dann könnt ihr die ganze Zeit da chillen oder halt mitmachen bei den LAN-Events, die wir dann zusammen mit euch da bringen. Genau. Sagt euren Freunden, sagt eurer Mutti, sagt eurem Papi Bescheid. Jetzt Ticket buchen, 80 Euro bei uns im Shop, bonjour.de/shop und kommt mit zum ersten Versuch einer Bonjour Community LAN. Ich bin sehr gespannt, liebe Freunde. Genau, zu diesem Thema könnt ihr übrigens auch in die Twitch-App, denn bei uns in der Twitch-App auf dem Server haben wir einen Channel,
über den ihr euch organisieren könnt. Das machen auch schon einige. Einige haben sich dort schon eingefunden, um über Fahrgemeinschaften zu reden, um darüber zu reden, wie kommen wir da hin und wer kommt überhaupt und kann man sich zusammenschließen und so weiter und so weiter. Und zwar macht ihr das hier rechts. Ich bin gerade was mit Leon eingeloggt, aber das ist nicht schlimm. Das müsste ja aber Bonjwa sein. Dort gibt, ich kann es hier so schlecht lesen, da, Community LAN. Dort wird fleißig geschrieben, ja, wer möchte hin, wer möchte mit und so weiter, wer schließt dich zusammen, was passiert. Und wir sind dann natürlich das Team Bonjwa und beantworten eure Fragen. Genau. Zusätzlich wird es, übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, wird es neben diesen Haupttickets für das Event, was 80 Euro kostet, wird es noch Besuchertickets geben. Ja, ihr könnt also, wenn ihr sagt, ja, jetzt LAN ist mir irgendwie, nee, will ich nicht, ich will nicht meinen Rechner dahin bringen, aber ich will euch gerne mal besuchen, dann wird es Besuchertickets extra geben. Ja. Die starten wir dann wahrscheinlich auch schon nächste Woche, spätestens übernächste Woche, allerspätestens übernächste Woche, also in 3 Wochen. Aber wir versuchen natürlich, fliege so schnell wie möglich. Wird es dann Tagestickets geben, wo ihr einfach auf die LAN kommen könnt. Ihr könnt das komplette Programm mitnehmen von der NGC, aber eben zusätzlich auch in unseren Bereich und dort eben uns treffen. Ihr könnt mit uns chillen, ihr könnt alles sehen, ihr könnt einfach kommen und dabei sein. Und dann geht's ab. Ja, dann geht's ab. Bin sehr gespannt. So. Gut. Und dann, wo wir schon gerade in der Twitch-App sind, werden wir jetzt unser sensationelles, großartiges, dafür muss ich mich umloggen. Können wir einmal von dem runter, weil hier ist irgendwie Leon eingeloggt. Sensationelles MSI, denn wir sind ja verpartnert mit MSI. Ja, nicht irgendein MSI, sondern dem Hardwarehersteller MSI werden wir jetzt, Achtung, festhalten, werden wir jetzt den Gewinner ziehen, denn wir haben über die letzten 3 Wochen einen Raffle hier beworben. Und wir werden jetzt live, nur für euch, einen Gewinner ziehen. Und dieser Gewinner muss jetzt da sein. Wenn er nicht da ist, werden wir den nächsten Gewinner ziehen. Das haben wir immer gesagt, von Anfang an. Das ist die Teilnahmebedingung. Einfach den Kanal followen. Und an diesem Tag da sein. Genau. Und an dem Raffle teilnehmen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz das Raffle, damit jetzt noch mal Leute teilnehmen können. Das ist aber die letzte Möglichkeit. Ja, jetzt noch mal rauf hier. Und zwar müsst ihr bei uns auf den Server kommen und dort findet ihr, wenn es nicht sofort aufploppt, hier unter Ereignisse das aktuelle Raffle und könnt hier beitreten. Und wir verlosen eine Grafikkarte, nämlich eine MSI GTX 1070 Ti. Die werden wir werden jetzt den Gewinner ziehen. Wir werden jetzt den Gewinner ziehen. Wir warten aber nochmal 10 Sekunden. In den 10 Sekunden trinke ich nochmal einen Schluck. Oh, ich habe so viel Durst. Warum? Was warm ich, ist? Weiß ich nicht. Ich mache jetzt irgendwie, ich mache so viel Sport, Matteo. Zu viel? Kannst du dir das nicht vorstellen. 6 Tage die Woche aktuell. Was? Seit 2 Wochen. Gott. Ich bin so drin, ey. Bald habe ich Yoshi eingeholt. So, na, und es. Jetzt werden wir, wo macht man das? Ich glaube im Admin-Panel, oder? Darf man da draufklicken? So. Ja, hier, Ereignisse. Nee. Kann ich das überhaupt? Geh mal lieber, warte mal. Beitreten kann, bin ich kein Admin? Du bist der Bonjwa Honor. Ja. Achso. Geht das nicht? Ich dachte, ich bin Ob Admin. Ob du da die Rechte hast, weiß ich nicht. Geht das nicht? Hamo, geht das nicht? Muss ich mich mit dem Bonjwa... Was kann ich? Aber, hä? Ach, hier! Ah, Mann, ich bin aber auch dumm. Giveaway. Boah. Also, wie viele Leute machen mit? Mann, ist der dumm. Wie viele Leute haben mitgemacht? 2271 Leute machen aktuell mit. So, 2200. Kommen noch ein paar dazu, denn jetzt wird der Gewinner tatsächlich gezogen. Okay, Leute. Matteo, bist du bereit? Ich bin total bereit. Wenn da mein Name gleich steht, springe ich aus dem Fenster. Hamu, bist du bereit? Nein. Hamu ist nicht bereit. Jetzt? Jetzt aber, okay. Warte, wir werden ich will draufglotzen. Einen Gewinner ziehen. Achtung. Okay. Und der muss da sein. Der muss da sein. Warte mal. Ja? Willst du gerade Giveaway beenden drücken? Oh,
Fuck, ja. Warte mal. Würfeln, oder? Warte, ich weiß es nicht genau. Würfeln. Würfeln klingt besser als beenden, würfeln, oder? Wir klicken auf Würfeln. Okay. 3, 2, 1. Hat noch nicht geklickt. Aber jetzt. 3, 2, 1, klick. Oh! Ich kann es nicht lesen. Das ist so verpixelt bei uns. Ich kann es auch nicht lesen. Du musst vorne lesen. Tino. Tino. Du hast jetzt 45 Sekunden, 44, 43, 42, 41. Tino, komm. Geh, Tino, wenn du da Tino, bist. Tino! Wenn du da bist. Grafikkarte, Tino, komm jetzt. Wo ist er? Tino, ist doch nicht dein Ernst. Oh, oh. Oh, Tino. Ist nicht sein Ernst, oder? Oh, Clip das bitte. Und alle Freunde von Tino, schickt ihm das. Er hat die Chance seines Lebens verpasst. Er wird diese Grafikkarte nicht bekommen, wenn er nicht in 20 Sekunden da ist. 20 Sekunden hat er noch. Oh nein, Tino. Du wusstest das. Wir haben es von Anfang an gesagt, du das musst da sein. Das ist bestimmt Gino und der Delay. Warte mal, der nimmt es gleich an. Tino, das sieht nicht gut aus. 5, 4, 3, 2, 1, Chance vorbei. So, und jetzt und sind die Chancen gestiegen für alle anderen, die gerade noch da sind. Denn, wir ziehen erneut. Ja. Wer gewinnt die GTX 1070 Ti von MSI? So, nächste Chance. Oh, Tracy Ventura. Tracy Ventura, bist du da? Tracy Ventura? Oh Gott, das könnte jetzt noch stundenlang zu gehen, ne? Ja, ich weiß. Tracy Ventura jetzt. Komm. Tracy, 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 Tracy. Oh Mann, habt ihr euch keinen Wecker gestellt oder was? Ist das euer Ernst? Ich gucke jetzt mal in den Kühlschrank. Das macht mich gerade richtig sauer. Alter, wie viel zu essen haben wir denn noch? Hast du das gesehen? Ja, aber wir können, das heißt, wir können den ganzen Tagsraffle machen. Wir haben so viel zu essen noch. Von Samstag ist noch so viel übrig geblieben. Tracy. Oh nein, Tracy ist auch nicht da. Fuck. Was machen wir das, wenn das jetzt noch 10 Mal so geht? Ja, irgendwann. Also gerade sind, also 10 Mal locker bestimmt. Also wir haben das ja lange laufen lassen. Meinst du? Kann halt sehr gut sein. Also aber es sind doch 3.800 Leute hier. Ja. Warum? Und hier sind nur 2.293 im Gewinnspiel. Ja, aber wir haben es trotzdem... Ja, Tracy, das war nix. So, sorry. Achso, nochmal. Darf ich mal? Lass ich mal. Okay, dann, nächsten darfst du. Okay, nächsten mach ich. Tariyasu. Tariyasu. Ist sogar Sub. Ist sogar Sub. Ist Sub bei uns. Jetzt, komm. Aber jetzt. Tariyasu. Ein Sub guckt safe zu. Tariyasu, wo bist du? Deine Grafikkarte. Der Tariyasu. Sub, der hat doch gerade live. Der 100 Pro. Nein, der ist sogar Sub. Nee, oder? Komm. Oh, fuck, Tariyasu ist nicht da. Kann ihn jemand anrufen schnell? Ich hab seine Nummer nicht. Oh, Tariyasu! Ist doch nicht sein Ernst. Der dritte ist schon hier auf unserer Liste. Ach, du Kacke. Nee, der ist nicht da. Das wird nichts. Okay, Matteo, du das. Geh, lass mal einen Profi ran. Komm. Komm. Achtung, Leute. Würfel jetzt mal einen, der da ist. Achtung. Ist mir auch egal, wen. Irgendein. Der so, muss nicht Achtung, mal nett sein. Und. Das ging noch das nicht. Das geht noch nicht. Muss noch warten. 5 Sekunden. Ich kann das nicht sehen. Fünf Sekunden noch. Okay. Komm. Der nächste jetzt. So, und jetzt. Und jetzt. Zeit abgelaufen. Los. Und würfeln. Kenn ich beim Namen. Safe. Kenn ich beim Namen. Schmidde! 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 Wirklich! Schmidde! Ja! Der ist halt da! Schmidde! Schmidde! Den kennen wir schon ewig lange! Der ist ewig lange schon Schmidde bei uns! Schmidde kennen wir schon seit Ewigkeiten! Den kennen wir schon seit Ewigkeiten! Oh, GZ. Direkt angenommen! Schmidde! Nice! Schmidde, StarCraft oder SC. Ja, klar, du StarCraft. Du hast soeben die MSI GTX 1070 Ti gewonnen. Das macht mich sehr glücklich. Jetzt kann das StarCraft auf vollen Details spielen, Leute. Sehr geil, Schmidde. Auf vollen Details, endlich. Puh, jetzt bin ich ein bisschen auf... Jetzt bin ich richtig... Wieso Rigged? Hä? Hör auf mit... Ihr werdet alle gebannt. Also ich will nichts sagen, ne? Ich will nichts sagen, ich habe 100 von 100 Trefferchance beim Würfeln. Ich sollte vielleicht ins Casino gehen. Hättest direkt würfeln sollen. Ja. Oh, das tut mir echt leid für die ersten drei, aber sorry. Ja, aber wir haben gesagt, wir machen das im Briefing und du müsst da sein. Schmidde, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst natürlich die Grafikkarte zugeschickt von uns. Vielen Dank auch an MSI, die uns hier die GTX zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und das Beste ist, ja, dürfen wir schon sagen? Weiß nicht, was du sagen willst. Zur LAN werden wir noch mehr MSI-Hardware verlosen. Nein! Wurde schon gesagt? Ich wusste es nicht, ich weiß es nicht. Sag ich jetzt hier aber, egal ob,
ob ihr hier seid und nicht. Ja, alle einmal danke, Herr MSI. Danke, Herr MSI. Danke, Herr MSI. Oder Frau MSI. Oder Frau MSI, wissen wir nicht genau. Wissen wir nicht genau. Haben wir noch nicht gesehen. Ja. Vielen Dank. Ja, toll. Tolles Gewinnspiel. Jetzt bin ich ganz außer Atem schon. Oh, schön. Gut. So, haben wir noch was? Also Grafikkarten haben wir jetzt erstmal nicht mehr. So, ja. Grafikkarten sind aus, bis... Wissen wir nicht. Schmidde hat gewonnen. Oh, das macht mich echt glücklich gerade. Toll. Schmidde. Das ist ein guter Typ. Oh, kenn ich. Super. So. Ja, oh Mann, Leute, das ist echt schön. Es ist echt schön. Hast du eigentlich gesehen, dass ich heute die Küche sauber gemacht habe? Ja, richtig geil. Total. Ich habe sogar am Samstag hab ich auch noch aufgeräumt. Das stimmt, das stimmt. Samstag war übrigens richtig toll. Stand hier so talking in der Küche. Ey. Immer ist nochmal sauber. Okay. Du hast doch nicht getorkelt. Ja, wir haben getanzt am Ende alle. Ja, kannst du den noch? Fortnite. Zeig mal den Tanz. Warte mal. Wir haben den vorhin gemacht. Matteo hat den gemacht. Warte. Nee, wie ging der? Ich kann den nicht mehr. Ist so überlastet. Da? Ja, doch? Da ist er doch. Das sieht gut aus. Ja, und so. Haben wir vorhin voll lang gemacht. Geil, Mann. Endlich kann ich Fortnite tanzen, aber noch nie gespielt. Super. Super. Oh, das ist schön. So, ach Leute, das ist echt schön. Ja, passt auf, ja, passt auf. Wir machen jetzt, wie gesagt, diese Woche und nächste Woche. Wir haben natürlich Programm, aber erstmal ein bisschen ruhiger. Denn jetzt steht unser größtes Event in, es ist nicht mal das größte Event. Eins der großen Events in diesem Jahr steht für uns an, nämlich die Bonjour Sommerlan vom 16.07. bis eine Woche später. Wir werden einen neuen Weltrekord aufstellen. Weltrekord. 100.000 Stunden. 472 Stunden live am Stück, ohne Unterbrechung. Ja. Und deswegen müssen wir ein bisschen Energie tanken gerade und ein paar alle anderen Sachen uns kümmern, damit wir uns nicht während der LAN darum kümmern müssen. Und dann geht's los mit der Bonjour Sommerlan. Ich freue mich tierisch auf die Sommerlan. Oh, und weißt du eigentlich, was diese Woche alles los war? Nee, was? SGDQ. Stimmt. Weltmeisterschaft. Home Story Cup. Stimmt. Alles, diese Woche. War alles gleichzeitig. Und das stimmt. Beste ist, dann ist die WM vorbei und dann kommen wir und keiner macht da was. Richtig. Könnt ihr alle zusammen mit uns chillen, ja? Mit uns chillen. Braucht ihr natürlich noch eine Bonjour Sommer-Chill, der kommt nächste Woche. Ja, dann chillen wir so zusammen hier. Heute habe ich erfahren, dass jemand von unseren Zuschauern letztes Mal bei der LAN 5 Tage am Stück geguckt hat, der durchgemacht, 5 Tage. Das ist nicht gesund. Nee, das haben empfehle auch gesagt, ich niemandem. Nicht gesund. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht, dass das jemand hier macht. Schlaft. Ja, schlaft. Immer wenn ich streame, schlafe ich. Wer nicht schläft, der stirbt früh. Tatsächlich. Das stimmt, weil ich merke schon, wie ich jetzt langsam sterbe. Ja. Matteo ist quasi innerlich schon tot. So, Matteo. Ich muss kurz überlegen. Haben wir was für die Partner-Ecke heute? Was Tolles? Ich habe ein paar Sachen, liegen mir auf der Zunge, die sind aber noch nicht, die werden jetzt noch nicht announced. Nee, reicht doch auch heute. Nee, reicht auch heute. Reicht, ne? Auch heute. Reicht auch heute. Müssen nicht immer die bigsten News haben. Ja. Ne? Reicht, wenn wir die bigsten Eier haben. Ha! Ha! Na, sorry. Ist auch groß. Nee, dicke Eier sind auch ungesund, glaube ich. Dicke Eier sind ungesund? Ja, glaube ich, richtig ungesund. Also. Okay, sorry, Leute, sorry. So tatsächlich sind die nicht so gesund. So, Matteo geht jetzt schlafen. Ich schlafe jetzt. Habt ihr noch ein paar Fragen, Leute? Ich lese mal kurz Subs vor. Matteo, du wirst dich mal um Fragen kümmern. Oh ja, Leute, jetzt passt auf, wie ich Fragen filtern kann. So, ich habe hier noch gar keine Subs. Ich sehe den Chat halt gar nicht mehr, aber okay. Ich habe gar keine Subs offen. Fuck. Oh, hab das vergessen. Oh. Haben überhaupt Leute gesubbt? Ich meine, ein oder zwei haben vielleicht Leute gesubbt. Matteo, jetzt mal, warum habt ihr nochmal einen 24-Stunden-Stream gemacht? Weil Leon die Community-Challenges verloren hat und immer 8 Stunden, er hat gesagt, er streamt 8 Stunden lang, wenn er eine Challenge verliert. Dann hat er gesagt, Matteo streamt mit mir. Ich wusste davon gar nichts. Und dann hat er 3 verloren und hat er gesagt, Matteo, wir machen 24-Stunden-Stream. Und ich gesagt, Leon, weißt du was, du bist ein geiler Typ, machen wir. Shit, ich kann die Subs hier nicht mehr lesen, weil ich jetzt das eingeloggt habe. Was mache ich denn jetzt? Haben wir da noch Subs? Kann ich, was? Nee, man sieht die immer nicht so, die... Nee, bei mir nicht. So, wann geht Matteo zum Friseur? Ich war beim Friseur vor 1,5 Wochen. Ich gehe nicht nochmal zum Friseur, ich bin kurz. Hier, die Haare... 1 Zentimeter lang oder so. So, Leute, ich mache jetzt hier einen Subtrain. Beziehungsweise ich lese den Subtrain vor. Es haben sehr viele Leute gesubbt. Achtung, macht euch schon mal warm. Hier sind aber auch nicht alle. Hier fängt das auch erst vor 6 Minuten an, so wie ich... Mich hinsetzen, lass mal Mikro weg. Ja, Mann, ich sehe die nicht alle. Oh Mann, das ist doch doof.
Oh Mann, was mach ich denn jetzt? Matteo hat dicke Arme, obwohl er nie trainiert. Hat er einen Gendefekt? Ja, ich bin wie diese Kühe in Frankreich. Ich kann die Subs nicht vorlesen, ich sehe nicht alle. Hä, wie? Ja, dann liest du mal die vor, die du siehst. Wäre das nicht ein Anfang? Ja, guck mal, das ist 10 Stunden und dann 6 Minuten. Das springt dann immer, wenn man sich erst nachher einloggt und nicht dabei sich schon eingeloggt hat. Meinst du doch? Oh, ich bin gemutet. Okay, Hamo, guck mal. Bin ich immer noch muted? Vielleicht bist du gestört. Das kann sein. Ich mache mal einen Soundtest. Chat, hört ihr das? So, ja? Freunde, ich möchte jetzt nochmal eine ernsthafte Frage hier haben. Also wirklich jetzt nochmal eine mit wirklich, ist jetzt eine wichtige Frage. Wird es nochmal einen SC2 Cup geben? Ist aktuell nicht geplant, ist aber auch nicht ausgeschlossen, ist aber unwahrscheinlich. Gibt es ein Turnier bei der LAN? Auf jeden Fall. Jeder, der zu uns auf die LAN kommt, der kann natürlich sowieso an den Turnieren teilnehmen, die von der NGC bereitgestellt werden. Die haben natürlich ein normales LAN-Programm. Wir werden aber auch selbst Turniere machen. Ich werde auf jeden Fall, und das ist mir jetzt egal, ob irgendjemand was dagegen hat, ich werde auf jeden Fall ein Warcraft 3 Turnier machen. Auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, ob ich daran teilnehmen werde oder ob ich es casten werde. Oder am Ende, der Gewinner tritt gegen mich an und gewinnt dann ein Auto. Hä? Warum? Man gewinnt immer ein Auto. Haben wir ein Auto zum Verlosen? Ja, von Jens. Ja. Ach so, ja dann, natürlich. Jens hat doch ein Auto. Also wir werden auf jeden Fall ein Warcraft 3 Turnier machen. Gut, gibt es Pflichtspiele für die LAN? Ja, wird es geben. Steht aber noch nicht fest. Nee. Dann müssen wir uns nochmal, müssen Matteo und ich nochmal jetzt hinsetzen. Ein Spiel am besten diese Woche oder nächste Woche und überlegen wirklich, was ist jetzt Programm? Das steht gerade noch nicht fest. Korrekto. Es wird aber auf jeden Fall Pflichtspiele geben. Eins davon ist schon mal Warcraft 3. Matteo würde Niklas im Armdrücken locker besiegen. Das stimmt nicht. Macht er vielleicht auch mal ein Pen and Paper? Nein, das passt bei uns inhaltlich einfach nicht rein. Das wäre nicht Turnier bei uns. Braucht man was für Workout? Nein, gar nichts. Dein Körper. Ohne Geräte? Ja, ohne Geräte. Ich werde auf jeden Fall bei den Social Workouts werde ich auf jeden Fall auch ein Noob-Programm machen und man braucht nichts, gar nichts. Höchstens irgendwann mal eine Hantelstange, aber eine Klimmzugstange. Wir fangen aber erstmal ohne an. Wir haben gesagt, sobald wir eine Klimmzugstange hier im Studio haben, machen wir jeden Tag nur noch Klimmzüge. Machen wir jeden Tag. Dann fordern wir uns gegenseitig heraus in Klimmzügen. Ja. Das wird geil. Macht ihr bei der LAN Tag- oder Nachtschicht? Also du meinst jetzt bei der Community-LAN. Steht auch noch nicht genau fest. Wir werden aber so viel streamen, wie es uns so möglich ist. Also theoretisch... Gibt es Neuigkeiten zum Termin für das Match gegen Grubby? Ich habe ihn jetzt noch mal gefragt für nächsten Samstag. Er hat aber noch nicht geantwortet. Ich hoffe, da kommt noch eine Antwort. Es könnte dann sein, dass wir diesen Samstag spielen. Aber ich werde diese Woche wahrscheinlich auch nicht so viel trainieren. Vielleicht verschieben wir das auch noch mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Denn wie gesagt, ich streame jetzt erstmal bis zu LAN. Selbst nicht wirklich, außer halt so ein paar kleinere Sachen. Wann kochen Niklas und Jenny wieder? Wahrscheinlich nächste Woche nochmal vor der LAN. Ist Jenny nicht wieder im Urlaub? Ja, weiß man nicht, ne? Vielleicht. Gibt es LAN-Achievements? Interessante Idee. Also meinst du LAN-Achievements für die Leute, die kommen? Das wäre vielleicht, wär vielleicht eine Idee sogar. Ist aber aktuell nicht geplant. Erstmal möchten wir wirklich... relativ loses Programm machen und auch viel mit euch ausprobieren und möglichst auch uns Spontanität lassen. Ja. Gibt es AFK zu Sommerlan? Nein, gibt es nicht. Kommen Gäste zu LAN? Also meinst du jetzt wahrscheinlich die Sommerlan? Also Dino und Hauke werden auf jeden Fall kommen, aber jetzt richtige externe Gäste? Nee. Ich spreche gerade mit Gian, ob wir tatsächlich einen Warcraft 3 Tag machen wollen. Das kann passieren. Also wo wir halt auch wirklich Funmaps und so weiter zocken. Steht aber noch nicht fest. Burner kommt. Also hier zu Sommerlan sind alle da. Ne? Burner ist da, Andi ist da. Andi kommt übrigens auch zur Community-Lan in Husum. Das wird halt geil. Und der kommt aus Wien. Ja, das heißt, Leute, es ist Schweiz, nicht liegt in der Schweiz und ist mega weit weg. Ja. Wien ist nicht in der Schweiz. Wien ist die Hauptstadt von der Schweiz. Das sage ich Andi jedes Mal, er rafft es aber nicht. Der ist irgendwie da ein bisschen... Keine Ahnung. So, Hamu, hat sich bei den Subs was getan? Ich lese dir jetzt vor. Ich kann es leider nicht alle vorlesen. Ich muss vor 11 Minuten anfangen. Es tut mir sehr leid um alle Subs, die davor gesubbt haben, aber hier war irgendwie kein
Dashboard, wo wir das sehen, offen. Und das fängt immer erst an, wenn man da wirklich drin ist. Habt ihr die ganze Zeit keine Subs vorgelesen oder was? Doch. Und worüber? Über welchen Rechner? Über den Regierechner. Ich glaube, also Cookie Pants, 3 Euro kenne ich noch. Aber ich weiß nicht, wo es aufgehört hat. Ja, aber dann nach 10 Stunden ist hier nichts. Weil das ist hier ein Schnitt. Wir haben nach Dark Souls haben wir nochmal Subs vorgelesen. Boah. Und Leon ist raus in die Regie gegangen. Oh, das tut mir echt leid. Ich kann jetzt nicht alle lesen, die im Briefing gesubbt haben. Ich muss das vor 12 Minuten anfangen. Es tut mir wirklich sehr leid um jeden, aber es nützt jetzt nichts. Vor 12 Minuten hat Waldo 96 gesubbt für 4 Monate und schreibt, ich bin da. EUW Cheetah Chiquita hat gesubbt für 5 Monate und schreibt, GZ Schmidde, Furanki Senpai hat gesubbt, Klamottenotter hat gesubbt. 094 ebenfalls, Mero Terros hat gesubbt. BR3B hat gesubbt. Lakusa für 7 Monate. Coronius für 16 Monate. Schreibt GZ an den Gewinner. Noxit Empowered hat gesubbt für 15 Monate und schreibt 15 Monate pure Liebe. Lisunaria hat gesubbt mit Tier 2, also einem 999 Sub für 11 Monate. Alpha X für 20 Monate, schreibt Bonjour kleiner als 3. Stimo 89 für 6 Monate, schreibt GG Schmidde SC. Tulup hat gesubbt für 5 Monate und schreibt, zum Glück hat Matteo gewürfelt, sonst hätte das noch lange gedauert. 5 Monate. Kleiner als 3. Rage Dude hat gesagt, Topschi 7 hat 3,33 Euro Trinker da gelassen und schreibt, cooles Event, danke für die Chance und GZ an Schmidde SC. Kitty's Skits hat gesubbt für 12 Monate, das ist ein Jahr. Divisator hat gesagt, Riomas ebenfalls. Hamuchen hat hier gerade auch reingesubbt. Wurde gegiftet, achso, okay. Steht hier aber auch gar nicht von wem jetzt, ne? Bundesbohne, nice, hat Sub gegiftet. Hä, aber normalerweise steht das hier auch im Dashboard. Ja, steht da drin, komisch. Das ist alles gerade buggt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ist gerade verbuggt einfach. Miresh, oder wie würdest du das aussprechen, Matteo? Mirege hat gesubbt für 4 Monate. Flix 89 hat gesubbt für 13 Monate und schreibt ab ins Bett. Richie Andy hat gesubbt für 6 Monate. Was? Stormhead 15. AW102483 hat einen Sub gegiftet an Vanguard. Morpheus 2910 hat gesubbt für 10 Monate und schreibt, ich schaue euch bei der LAN dann von Sizilien zu. Oh, geil! Viel Spaß euch bei deiner Familie. Oh, das könnte sein. Kommt ihr aus Sizilien? Ja, meine mütterliche Seite, ja. Tingle Nator hat gesubbt. Falk Naoil hat gesubbt. Shinsoku hat gesubbt. Sir Wolsack für 6 Monate. Bömmel 84 für 9 Monate schreibt, Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken schlecht schmecken. Barmbronze hat gesubbt für 7 Monate. Funky My Life hat gesubbt. Nullsummenspiel ebenfalls. Heaven 2306 hat gesubbt. Egg Mac Zerk. Gutterboys hat gesubbt. Young Weber hat gesubbt für 10 Monate. Und jetzt eben XEQTR-DNL für 5 Monate und schreibt 172 Stunden Stream, yeah! So, und das war's jetzt mehr. Es tut mir sehr leid, dass ich gerade nicht die davor alle vorlesen konnte, Leute. Tut mir sehr leid, aber ich kann da jetzt gerade nicht reinnehmen. Ich sehe das hier nicht im Dashboard. Das ist heute ein bisschen verbuggt. Scheiße. Alex hat auch gesubbt. Nylon Sackerl hat noch gesubbt für 8 Monate und Cybernord 2002 für 6 Monate und schreibt, Raute Bond war Money. Alex hat auch gesubbt und er hat ein Mathe-Rätsel wieder mitgeschickt. Kann ich jetzt nicht lösen. Ich bin zu lange wach, aber ich gucke es mir noch später irgendwann an. Schick mir nochmal privat. So, vielen, vielen Dank an die ganzen Subs. Auch vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die beim 24-Stunden-Stream zugesehen haben. Konnten wir vorhin noch gar nicht uns bedanken. Auch vielen Dank im Namen von Leon, der jetzt ja schon wieder fast auf dem Heimweg ist. War sehr, sehr, sehr... Mann. Ich war immer nur hier irgendwie. Ich muss jetzt immer hier stehen oder was? Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, vielen Dank an alle nochmal. Vielen Dank, das kam jetzt an. Dankeschön. Ja, wir bedanken uns für euren Support. Und jetzt geht's weiter. Jetzt erstmal Pause. BRB übernimmt jetzt kurz. Was? Das Schwein. Später wird Yoshi streamen. Echt? Genau, wir haben jetzt erstmal Meetings. Wir haben ein paar Themen, die müssen wir besprechen. Und dann ist die Tage ohne Frage. Und Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, das allererste, welterste, ja, Premiere, Social Workout mit mir. Das wird groß und artig.
So, tschüss. Wir haben letzte Worte, Matteo. Schnell, hol das Buch. Schnell. Wo ist denn das? Matteo, hol das Buch. Schluss. Ich eile. Flieg, Matteo. Flieg. Flieg, ich fliege. Fliegst du nicht da? Nee. Wie er sich bewegt, ey. Matteo ist gar nicht mehr hier. Huiuiui, wie ich rennen tue. Leute, bleibt nicht so lange wach. Ist ungesund. Okay. Bleibt nicht so lange wach wie Matteo. Hat ihm auch keiner, das hat er von alleine gemacht, ne? Das hat ihm niemand gesagt, dass er das machen soll. Matteo hat einfach gesagt, ja, ich mache jetzt 24 Stunden Sweep. So, wir verabschieden uns mit den letzten Worten von Lukas, und er schreibt Bondra Number One.